Hat Betzke in seinem ersten Video gesungen? Meine Videos haben gelaggt, die Audio war nicht perfekt. Ja Leute, bevor ihr wegschaltet, würde ich erst einmal sagen, ich bedanke mich erstmal für 100 Abos und am Anfang der wird erste erstmal Satz in sehr einem viel Video nur das Texture Pack kommen. Ist, Jo Leute, deswegen spiele ich dann ein paar Runden, bevor ihr aber es wird am Ende noch wegschaltet. eine richtig. Damit war es auch mit dem Video. Ich wünsche euch. Warte mal. Ich kann euch versprechen, ich habe das Video seit locker einem Jahr oder so nicht mehr gesehen. Aber ich erinnere mich gerade wieder an die Szene. QSG Platz 1 gekillt. Darf ich mal bitte anmerken? Ich springe richtig dämlich rauf. Gib ihm ein Hit. Bring runter. Hab die schlechtesten Reaktionen. Setze mich dann willkürlich, ohne irgendeinen Grund ins Web. Verkacke komplett, mache komplett den Random Move. Und Knockback Panda, also Benny, der uns in Descenders gespeckt hat. Seine Reaktion darauf ist... Ja, ihr seht, wir sind schon wieder im YouTube-Browser und ihr werdet es natürlich schon am Titel erkannt haben, worum es jetzt in diesem Video hier geht. Aber vorab will ich noch einmal eine Kleinigkeit sagen, und zwar streamen. Ich werde die Streams meistens oder fast immer nicht ankündigen. Das heißt, die Streams werden immer spontan sein. Es wird ein paar Ausnahmefälle geben, wo es halt irgendwelche geplanten Streams geben wird. Aber die meisten Streams werden halt wirklich spontan sein. Deswegen empfehle ich euch auf jeden Fall, die Glocke zu aktivieren. Dann verpasst ihr diese Streams auch nicht mehr, weil sie werden halt, wie gesagt, nicht angekündigt. Aber ihr seht schon im Titel, worum es gehen soll. Und zwar soll es um die ersten Minecraft-Videos oder um die ersten Videos auf dem Kanal vom ganzen Bedrost-YouTuber gehen. Und wir fangen einfach mal an. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal an mit dem Checker. Älteste Video sortieren. Und haben wir das erste. Und zwar ist das erste Video von Minimi Checker tatsächlich ein Bad Wars Video. Passt zu seinem aktuellen Content noch. Das ist 2 Jahre her. Du flickst. Du flickst auch. Da. Das ist doch nicht Minimi Checker, oder? Hallo und herzlich willkommen zu einer Runde Minecraft Battle Wars auf dem Comedy-Netzserver mit. Das ist doch nicht Minimi-Checker. Also jetzt fehlt hier gerade echt eine Facecam. Das ist doch nicht Minimi-Checker. Dann hoffe ich, es hat euch gefallen und lasst eine Bewertung da. Das ist doch nicht Minimi-Checker. Also er hat sich wirklich von der Stimmlage her mega verändert. Bei Minimi Checker war es halt auch direkt Bad Wars, wie zu aktuellen Content, aber die Stimme damals. Ja, gehen wir auch direkt weiter zu bei Quadrix, und zwar gucken wir uns auch wieder das Thumbnail und den Titel an. Und zwar ist das Moonwalk Hacker Bridge Tutorial. Vor einem Jahr. Also ebenfalls ist er bei seinem Content auch geblieben, den er jetzt hat. Da war er auf BW Moonwalk Tutorial und bei dem Content ist er tatsächlich auch geblieben. Was mit der Stimme? Und herzlich willkommen zu einer weiteren oder zu dem ersten Video auf diesem Kanal bei Quadrix. Dieses Video. Uiuiui. Yo. Diese Stimme damals. Video ist ein Moonwalk Tutorial. Aber damals konnte er schon Moonwalken, wirklich am 6. Februar 2017, ist ungefähr ein Jahr her. Und ist auch wieder bei seinem Content geblieben, also überrascht mich, dass diese ganzen Leute halt wirklich auch Anfang an diesen Content hatten. Aber zu dem Tutorial konnte man nicht wirklich viel sagen, es war halt ein Moonwalk-Tutorial. Aber bisher war ich wirklich nur von den Stimmen überrascht und nicht von dem Content. Aber ich guck mal, ob sich das vielleicht noch so ein bisschen ändert, indem wir bei ein paar mehreren YouTubern noch vorbeigucken, ob irgendwelche Leute vielleicht komplett anderen Content als jetzt gebracht haben. Und zwar gucken wir jetzt erstmal bei Lumpi. 5 Jahre her. Das Video von Lumpi Mod Review ist 5 Jahre her. Hier ist noch Mine War und alles auf Gommel damals. Hier ist noch der Nodop Skin, der damals halt mit Domsel Plays, also Exorcist, ETC und Riole und allen auch die ganzen Battle Seasons gemacht hat. Hey, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt von mir, nämlich wie ihr oben hier schon sehen werdet, dem Tekkit Show LP. Die Stimme hat sich zwar auch verändert, aber ich finde, hier erkennt man noch seine jetzige Stimme. Mit der Besonderheit, dass er nur Holzbretter verwendet und kein normales Holz, was wir da haben. Blender-Intro, das finde ich auch interessant, dieses Intro ganz am Anfang. Dieses Blender-Intro, dieses typische mit Blender gemachte Intro oder sowas, jeder vor 5 Jahren oder so mal benutzt hat. Also so ein ähnliches Intro.
Hallo und herzlich willkommen aber zu einem... Aber so Mod-Review ist auch mal interessant dafür, dass er in der BB-Szene ist. Davor hat er Supercraft Bros, aber ich bin... Würde gerne auch irgendwie ein Gameplay oder so von Lumpy sehen. Auch das ist ja eine Sache. Ich bin nur noch in der Luft. Lol, jetzt habe ich wenig Leben. Supercraft Bros Brawl. Und dieses Texture-Pack ist dieses Dom-the-Place-Texture-Pack, was er in den Battle-Staffeln hat. Und ganz ehrlich, falls irgendjemand von euch die Dom-the-Place-Battle-Staffel jetzt inzwischen 4-5 Jahren oder so, oder ich weiß nicht, wann die raus waren, bei 147 oder keine Ahnung, falls irgendjemand die kennt, dann einfach nur richtiger Ehrenmann, weil diese Dom-the-Place-Battle-Staffeln von ganz damals, die waren einfach nur, das war so ein geiles Feeling, die anzugucken. Und auch damals noch Minecraft Supercraft Bros Brawl, der Spielmodi und dieses Texture-Pack erinnert mich einfach gerade so hart an diese Battle-Staffel. Nachher auch mit diesem, mit dem Waffenmod und alles. Und falls irgendjemand wirklich das noch mit Dom-the-Place kennt, dann einfach mal in die Kommentare schreiben. Aber von den aktiven YouTubern wie Lumpy, bei Quatrix, Minimi-Checker, gehen wir jetzt mal in die eher inaktive Ebene rein. Und zwar Cross and Bad Wars, was denn sein erstes Video war. Sein Namen zu verurteilen, sollte es ja eigentlich auch ein Bad Wars-Video sein und sein erstes Video war... Ein Intro, das sehen wir jetzt mal nicht, sondern eine SG-Runde. Okay, auch wenn das Video heißt erste Videos von YouTubern, versuche ich mal bei Cross and Bad Wars das erste Video mit Stimme herauszufinden, weil dieses Video oder seine ältesten Videos sind meistens halt einfach nur mit Musik hinterlegt. Ich habe leider vergessen, meine Stimme aufzunehmen. Deshalb kann ich auch nur ein Gameplay mit Musik bieten. Ah, schade, schade, schade. Wir gucken einfach nochmal das nächste Video, denn mich interessiert auch, wie... der liebe Freddy sich vor 2 Jahren angehört hat. Hey Leute und willkommen zu der dritten Folge. Gewaro und diesmal ist die Tabi mit dabei. Okay, der Kanal von seinem Teampartner existiert nicht mal mehr. Aber ich finde es wirklich interessant, wie sich die ganzen Stimmen einfach komplett geändert haben über die Zeit. Dann vergleichen wir einfach mal diese Stimme hier mit der aktuellen. Der dritten Folge Varo. Hey Leute, was geht ab und willkommen heute zu einem neuen Video. Spielen heute eine ganz normale Runde. Ach, es ist einfach so ein krasser Unterschied und auch natürlich von der Videoqualität her. Was mich gerade auch mega interessiert, was Poichis erstes Video war. Ebenso mein Job Bad Wars, er ist ebenso in der Szene geblieben. Noch ein kleines Vorwort zum Video. Man muss echt sagen, Poichis Stimme ist fast identisch zu heute. Wie inkompetent bist okay, in dem Video hat er wohl anscheinend mit einem Real-Life-Kollegen irgendwie so ein bisschen so Minecraft-Challenge gemacht, dass halt einer die Tastatur und einer die Maus macht. Und dass das tatsächlich sein erstes Video ist, also was aktuell noch auf seinem Kanal ist, ich kann halt leider nicht sehen, was wirklich sein komplett erstes Video war. Ich glaube nicht, dass das dieses hier war. Aber ist auch mal interessant so, dass sowas das erste Video ist. Und gehen wir direkt zum nächsten YouTuber, und zwar Betzke. Und Betzke ist ja von den Bad Wars-YouTubern, der noch ein bisschen jünger ist. Hey. Meine Videos haben gelaggt, die Audio war nicht perfekt und mein Schnittstil war jetzt auch nicht gerade das Beste, sondern vielleicht... War das so eine kleine Song-Etage? Hat Betzke in seinem ersten Video gesungen? Meine Videos haben gelaggt, die Audio war nicht perfekt. Er hat doch im Ernst in seinem ersten Video gesungen. Meine... Ist das auch nur ein Kanal-Trailer? Also lassen will. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao. Okay, was man bei Betzke jetzt, er sagt es auch selber. Ich bin 13 geworden. Dass er halt 13 geworden ist. Also er ist noch sehr jung, er hat anscheinend auch einen Kanal-Reset gemacht. Also das ist jetzt nicht sein erstes Video, weil er hat seine vorherigen Videos runtergenommen. Aber wirklich mal interessant, dass er jetzt auf dem ersten Video, was halt noch zu sehen ist, einfach so einen kleinen Gesang mit eingebracht hat. Also das hätte ich von keiner Person aus der BW-Szene irgendwie gedacht. Okay, Oma, da kann man jetzt nicht wirklich, oder Oma-Fam jetzt, kann man jetzt nicht wirklich zählen. Ich glaube nicht, dass es sein erstes Video war. Okay, wen wir uns jetzt noch zuletzt angucken oder zum vorletzten, danach werden wir uns mal mein erstes Video angucken, was aktuell nicht auf öffentlich ist. Aber trotzdem kommen wir mal zu Flow, und zwar Flows erstes Video. Ebenso Bad Wars, und es war wirklich keine extrem große Überraschung im Video dabei. Also die meisten Leute haben auch schon damals Bad Wars Content gebracht und ähnliches. Und sind seitdem auch da geblieben. Also ich hätte mir da echt eine größere Überraschung vorgehofft. Außer jetzt, dass Betzke in seinem ersten Video gesungen hat. Der hat hier halt tatsächlich den YouTuber-Rang. Und zu dem würde ich jetzt auch gerne beantragen. Das war aber, glaube ich, auch nicht sein erstes Video. Also es ist relativ offensichtlich, dass das hier nicht sein erstes Video ist, sondern er ein paar Videos runtergenommen hat. Schade, aber trotzdem gucken wir uns erstmal das Video so ein bisschen an.
Ja, auch mit diesen Effekten, mit diesen Standardeffekten, die man halt damals kannte, eingespielt. Das Video ist jetzt auch inzwischen über 2 Jahre her. Und es war wirklich keine große Überraschung dabei. Also ich hätte was anderes erwartet. Aber die meisten Leute, die meisten aus der BW-Szene, haben tatsächlich auch schon vor mehreren Jahren immer nur BW gebracht und sind auch bei diesem Content geblieben. Also mein Respekt dafür. Und Leute, mein allererstes Video ist vor 2 Jahren. Und zwar beste Skywars-Runde meines Lebens. Und ich war auch damals schon in der BW-Szene. Also ich habe auch seit Anfang an... Also ich habe auch anfänglich halt nur CWBW-Content gebracht. Inzwischen bringe ich ja sowohl CWBW, auch wenn das jetzt in den letzten Tagen vielleicht ein bisschen weniger ist, wird sich aber auf jeden Fall wieder ein bisschen steigern. Aber aktuell bringe ich ja auch CWBW und BW. Damals war ich halt bei BW-Content. Und ja, trotzdem gucken wir uns jetzt mal das erste Video auf meinem Kanal noch an. Und zwar beste Skywars-Runde meines Lebens. So, wir sehen, es waren wirklich damals andere Zeiten. Damals sehen wir, es war, der Name war grün. Damals hat man sich noch immer selber lila per Larry Mode gemacht. Und man war noch grün im Chat. Und diese ganzen, es war vor 2 Jahren. Also es ist der 7. Januar 2016. Ist jetzt schon über 2 Jahre her. Damals noch mit einem anderen Skin. Damals war ich in Descenders. Und es war einfach trotzdem wirklich eine nice Runde. Da seid ihr auch Larry Mode V2.6 war das hier nämlich. Es war einfach alles noch anders. So, wir gucken uns jetzt mal was an, was in der Runde passiert ist. Die Runde hieß einfach beste Skywars-Runde meines Lebens und hier habe ich das Video geliked. Und Leute, ich habe gerade was gelesen. Hiermit gebe ich die Nutzungsrechte dieses Videos Tipps an Logo ab. Ich habe dieses Video tatsächlich bei einem Top 5 Format von dem YouTuber Logo eingeschickt. Ich werde mich dafür gerade echt selber einfach, ich schäme mich dafür einfach nur. Und das ist so Standardmusik. Aber ihr müsst wirklich, ihr müsst es viel fühlen einfach. Das war vor über 2 Jahren. Hier das erste TNT-OG. Und da Shadubi, also Alex, fehlt natürlich. Und diese Runde, sie war eigentlich wirklich richtig nice. Also diese Runde war eigentlich... Die war einfach mega nice, aber es war diese Standardmusik wirklich, die man immer hatte. Und ich werde euch trotzdem gleich nochmal das Video mit Stimme zeigen, weil ich will euch jetzt nicht nur dieses mein erstes Video zeigen und natürlich selber geliked und tatsächlich hiermit gebe ich die Nutzungsrechte dieses Videoclips an Logo ab. Ich habe dieses Video tatsächlich beim Top 5 Format von Logo eingeklickt oder welches Format er da auch immer hatte. Oh man, das geht einfach überhaupt nicht klar. Ihr seht hier schon wieder. TNT muss dann vor über 2 Jahren. Fühlt bitte diese Standardmusik. Diese Standard-No-Copyright-Sounds-Musik oder was das ist. Fühlt sie einfach nur. Diese Schwerter. Diese ungefähr 47 mal zu großen Schwerter. Das ist... Oh. Aber das Ding ist, das ist noch nicht zu Ende. Guckt euch diese Runde an. Eigentlich ist diese Runde wirklich mega nice. Damals ging TNT-Boost auf Gomme nochmal, wurde nie zurückgepackt. Hier schon wieder der dritte TNT-Boost. Das war wirklich eigentlich eine recht nice Runde. Aber das Video ist jetzt auch schon über 2 Jahre her tatsächlich. Das Skillniveau war auf deutlich anderem Niveau als, ja. Aber was das Beste ist jetzt am Ende noch. Schön die Runde. Gewonnen mit 1,5. GG. Das war mein erstes Video. Erst runtergelaufen. Passt auf. Benny freut sich richtig hart. Das ist einfach nur Danke. Die hatten ja auch gerade. Die Musik ist endlich mal aus. Aber jetzt achtet mal auf die Stimmen. Porsche, du bist ziemlich offensiv gerade, schön. So, ist das down? Nice. Down. Noch nice. Einen nice. Wie viel haben wir jetzt down? Nicht drauf. Ich hab einen. Lol. Ich stehe im Kopf. Darf ich mal bitte anmerken? Ich gehe richtig dämlich rauf. Gib ihm ein Hit. Bring runter. Hab die schlechtesten Reaktionen. Setze mich dann willkürlich, ohne irgendeinen Grund ins Web. Verkacke komplett, mache komplett den Random Move. Und Knockback Panda, also Benny. Der
uns in Descenders Respekt hat. Seine Reaktion darauf ist... Ich hab einen! Lol! Ah, nice gemacht! Ich habe, weil ich die Rettungsplattform ungefähr 17 Jahre zu spät gezündet habe, ein richtig schlechter Movie-Maker-Effekt, wo man diesen Speed auf 50% macht und Knockback Pandas erste Reaktion, die er für uns in Descenders gespeckt hat, ist... Ich hab einen! Nice gemacht! Nice gemacht, Geist. Was denn, wenn sie schreiben? Nice, Jungs, nice, nice, nice. Ja, ich will trotzdem noch einmal meine Stimme hören. Und zwar ist hier das 100-Abo-Special. Da hört man meine Stimme. Deswegen will ich meine Stimme mir wirklich einmal selber von vor über 2 Jahren anhören. Ja, Leute, bevor ihr wegschaltet, würde ich erst einmal sagen, ich bedanke mich erstmal für 100 Abos und am Anfang wird erstmal sehr viel nur das Texture-Pack kommen. Ist, jo Leute, ich dann paar Runden, bevor aber ihr wegschaltet, noch eine richtig der erste Satz auch noch von einem Video ist, jo Leute, bevor ihr wegschaltet. Aber... ich würde sagen, das war's mit dem Video. Genug Cringe-Scheiße von mir noch am Ende schön reingeballert. Und wir gucken uns jetzt nochmal ihre letzten Sekunden einer richtig geilen QSG-Montage an. Mit ungefähr einer Qualität von einem Toaster. Damit war es auch mit dem Video, ich warte mal. Ich erinnere mich an die Szene. Diese Musik geht gar nicht klar, aber ich erinnere mich gerade an die Szene wieder. Ich kann euch versprechen, ich habe das Video seit locker einem Jahr oder so nicht mehr gesehen, aber ich erinnere mich gerade wieder an die Szene. QSG Platz 1 gekillt. QSG Platz 1 gekillt. Und es steht nicht mal im Titel. Bam, Junge, Alter, dafür steht es jetzt in diesem Titel. Hätte ich ne Facecam, mit Facecam wäre das alles viel lustiger. Hätte ich ne Facecam, dann könnte ich jetzt darauf reagieren mit Facecam, Mann. Puh, es gibt Platz 1 gekillt. Oh man. Damals war ich schon sick.